Moin Leute, willkommen zurück in einem neuen Video und ja, heute geht es mal wieder um Animal Crossing New Horizons und ja, da gibt es relativ viel zu sagen, weil ich bin nicht zufrieden mit diesem Spiel. Nachhinein, das Spiel ist jetzt schon knapp einen Monat draußen, ja, und ich muss wirklich sagen, es ist auf jeden Fall nicht das beste Animal Crossing. Wie auch schon im letzten Video, wo es um Animal Crossing ging, gesagt habe. Nur lief es für mich besser. Ja. Jetzt auch nicht wegen Nostalgie und Pipapo. Ja. Da könnte ich jetzt auch Wild World zuzählen, ja. Aber das ist nur lief ja auch besser als Wild World. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mein Problem ist jetzt, es gibt viel zu wenig Inhalt in Horizons, ja. Erstens, ein komplettes Event ist irgendwie vergessen worden oder einfach hatten sie keinen Bock drauf am 1. April, ja. Also mir war das schon ein bisschen wichtig mit dem Blanka-Event, weil ich habe es auf jeden Fall gefeiert damals, ja. Kann ich so sagen. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben bis jetzt noch nichts zum Café, ja, außer ein paar Bewohnerkommentare. Ich denke schon, dass es irgendwie reinkommt, aber wissen wir nicht. Der schöne Gärtner ist nicht der Schubert, hat keinen eigenen Laden, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich bin nicht so weit. Weiß ich nicht. Der Friseur, ja, ist ja klar, dass der jetzt weg ist durch dieses, durch den Spiegel. Verständlich, ja. Ich finde aber, dass viel zu wenig Inhalt für ein Spiel, für ein Animal Crossing Spiel im Jahr 2020 ist, worauf wir 7 Jahre lang gewartet haben. Es ist viel zu wenig Inhalt. Und ich bin ehrlich, mich langweilt das Spiel. Langsam. Wirklich. Und ist schon krass, dass mich ein Animal Crossing langweilt. Ja. Das darf man natürlich jetzt nicht falsch verstehen. Animal Crossing Horizons ist ein fabelhaftes Spiel. Ja, wirklich. Es hat riesigen Spaß gemacht. Nur das Problem ist, der Langzeitfaktor ist nicht drin. Was ich auch im letzten Video bemängelt habe. Ja. Natürlich ist jetzt dieses Terraforming drin und sonstiges. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht ausgereift worden. Ja, als würde es noch nicht komplett sein. Ja, das Abbauen ist anstrengend, das hätte man besser lösen können, ja. Und da gibt es noch viele andere Kriterien. Ist natürlich nicht alles schlecht, es gibt sehr gute Sachen am Spiel, ja. Aber natürlich auch negative und ich finde, das hat die Presse natürlich in den Bewertungen nicht wiedergespiegelt. Weil sie es natürlich nicht einen Monat lang gespielt haben, ja. Aber da kommen mir die 92 oder 93 schon ein bisschen suspekt vor, ja. Bei Metacritics. Das Spiel ist gut, ja. Und ich denke, es hat die Bewertungen auch auf jeden Fall verdient. Nur ich finde, es ist doch zu wenig Inhalt da für den Animal Crossing. Ich hoffe, dass auf jeden Fall noch Updates kommen, ja. Ich bin mal auf den Sommer gespannt, wenn die Haie und sonstiges reinkommt. Aber ich bin nicht mehr so geflasht vom Spiel. Und ich denke, das war auch so die Hype-Phase, ne. Und ich denke, das können auch sehr viele Nudelig-Spiele nachvollziehen, was ich hier gesagt habe. Und ich hoffe, dass da Updates bzw. Season Pass reinkommen. Und ja, das war mein Senf dazu. Bis zum nächsten Video. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ciao, Leute.